Herzlich willkommen zum Richtige Wahl-Kanal. In diesem Video stellen wir dir einige Handys bis 150 Euro vor, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben jedes Produkt sorgfältig ausgewählt und werden dir die Vor- und Nachteile sowie die wichtigsten Merkmale und Eigenschaften präsentieren, damit du eine gute Entscheidung treffen kannst. Falls du an einem vorgestellten Handy interessiert bist, findest du den entsprechenden Link in der Videobeschreibung. Wir würden uns sehr über ein Like und ein Abo unseres Kanals freuen, falls dir das Video gefällt. Vergiss nicht, die Benachrichtigungen zu aktivieren, um keine unserer zukünftigen Videos zu verpassen. Nun viel Spaß mit dem Video und lass uns loslegen. Wir starten unsere Liste mit dem Xiaomi Redmi 9C Smartphone. Das Handy hat bei Kundenbewertungen durchweg positive Resonanz erhalten. Viele Nutzer loben das große 6,5 Zoll HD Plus Display, das eine hohe Farbgenauigkeit und eine klare Darstellung bietet. Auch die Akkulaufzeit von 5000 mAh wird oft als sehr gut bewertet, da sie eine lange Betriebsdauer ohne Wiederaufladung ermöglicht. Die Kamera des Smartphones wird von vielen Kunden als sehr gut bewertet. Die bietet eine gute Qualität, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die AI-Funktionen der Kamera ermöglichen es dem Nutzer, tolle Aufnahmen zu machen, ohne manuelle Einstellungen vornehmen zu müssen. Die Selfie-Kamera mit AI-Face-Unlock-Funktion ist ebenfalls sehr beliebt und wird als zuverlässig und schnell beschrieben. Ein weiteres Highlight des Handys ist die Leistungsfähigkeit des Geräts. Das Smartphone verfügt über einen Prozessor mit 3 GB RAM, was es sehr reaktionsschnell macht. Auch das Betriebssystem wird von vielen Nutzern als intuitiv und einfach zu bedienen beschrieben. Als nächstes möchte ich dir das Samsung Galaxy A13 vorstellen. Das Handy hat viele Funktionen, die den Anforderungen eines durchschnittlichen Nutzers entsprechen. Basierend auf Kundenbewertungen ist das Telefon eine gute Wahl für diejenigen, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Das 6,5 Zoll Display ist groß und bietet eine gute Auflösung, um Inhalte anzusehen. Nutzer bewerten das Display als scharf und klar, was das Anschauen von Videos und Spielen zu einem angenehmen Erlebnis macht. Die Akkulaufzeit wird auch von vielen Kunden gelobt. Das Smartphone verfügt über eine 13-Megapixel Hauptkamera und eine 2-Megapixel Tiefenkamera auf der Rückseite und eine 8-Megapixel Frontkamera. Kunden schätzen die Qualität der Kamera, insbesondere bei Tageslichtaufnahmen, die gestochen scharf und detailreich sind. Das Telefon hat 3 GB RAM und 32 GB internen Speicher, was ausreichend ist, um alle Anwendungen und Dateien des durchschnittlichen Benutzers zu speichern. Das Gerät läuft auf Android 11 und bietet eine reibungslose Benutzererfahrung. Das Design des Telefons wird ebenfalls positiv bewertet. Nutzer mögen die schlanke und glänzende Optik, die das Handy zu einem attraktiven Gerät macht. Lass uns als nächstes den Fokus auf das nächste Modell unserer Smartphone-Reihe richten. Sehr viele Kunden waren mit dem Design und dem 6,5 Zoll Display des Xiaomi Redmi 10 sehr zufrieden. Sie lobten das schlanke und ansprechende Aussehen sowie die scharfe Auflösung. Einige Nutzer waren auch mit der Leistung und dem Speicher des Geräts zufrieden. Der 4 GB RAM und der 64 GB interne Speicher ermöglichten es dem Gerät, schnell und effizient zu arbeiten. Einige Kunden lobten auch die reibungslose Funktionalität des Prozessors. Die Kamera des Handys war ebenfalls ein Highlight für viele Kunden. Die Rückkamera mit 50 Megapixel wurde als hervorragend beschrieben und lieferte gestochen scharfe Bilder. Auch die Frontkamera mit 8 Megapixel Auflösung war für die meisten ausreichend. Viele Nutzer waren auch mit der Batterielaufzeit des Geräts zufrieden. Die Batterie hielt bei durchschnittlicher Nutzung den ganzen Tag und konnte schnell aufgeladen werden. Als nächstes werfen wir einen Blick auf ein weiteres Modell von Samsung. Das Galaxy A03s hat ebenfalls viele positive Bewertungen erhalten. Viele Nutzer loben das gute Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die lange Akkulaufzeit. Das Gerät hat ein großes 6,5 Zoll Display, das von vielen als scharf und klar empfunden wird. Einige Nutzer bemerken jedoch, dass die Kameraqualität des Smartphones nicht so gut ist wie bei anderen Geräten in der gleichen Preisklasse. Einige bemängeln auch die Performance, die nicht so schnell ist wie bei teureren Handys. Alles in allem scheint das Smartphone eine gute Wahl für Kunden zu sein, die ein preisgünstiges Gerät mit grundlegenden Funktionen suchen. Lass uns nun zum nächsten Smartphone in unserer Liste übergehen. Viele Kunden loben die lange Akkulaufzeit von dem Ulefone Note 14 Pro, die bis zu 2 Tage bei intensiver Nutzung betragen kann. Das Handy verfügt über eine leistungsstarke Hardware, die eine schnelle und reibungslose Benutzererfahrung bieten. Einige Nutzer bemerken jedoch, dass die Kameraqualität des Handys nicht so gut ist wie bei teureren Smartphones. Manche berichten auch von Problemen mit der Software, einschließlich gelegentlicher Abstürze und Verzögerungen. Ein weiteres Problem ist die Haltbarkeit des Geräts. Einige Kunden berichten von Hardware-Problemen, die nach einigen Monaten der Nutzung aufgetreten sind. Insgesamt scheint das Smartphone eine gute Wahl für Kunden zu sein, die ein preisgünstiges Smartphone mit guter Leistung und langer Akkulaufzeit suchen. Als nächstes schauen wir uns ein Modell von Blackview an. Das A55 Smartphone hat viele positive Bewertungen von Kunden erhalten.
Einige loben das preisgünstige Angebot des Geräts sowie die lange Akkulaufzeit, die bei intensiver Nutzung bis zu 2 Tage betragen kann. Das große Display bietet eine gute Sichtbarkeit und Klarheit, was das Lesen von Texten und das Betrachten von Videos angenehm macht. Manche Nutzer bemerken jedoch, dass die Kameraqualität von dem Handy nicht so gut ist wie bei teureren Smartphones. Einige bemängeln auch die Performance des Geräts. Insgesamt scheint das Smartphone eine gute Wahl für Kunden zu sein, die ein preisgünstiges Gerät mit grundlegenden Funktionen suchen. Jedoch sollten Kunden, die auf eine gute Kamera und schnelle Performance Wert legen, möglicherweise nach anderen Optionen suchen. Das letzte Modell auf unserer Liste heute ist X97 Pro von Doogie. Kunden loben die hohe Leistung des Geräts sowie das große 6 Zoll Display, das scharf und klar ist. Das Smartphone verfügt über einen leistungsstarken Prozessor, der eine reibungslose und schnelle Benutzererfahrung bietet. Auch die Akkulaufzeit wird oft als sehr gut bewertet, da sie eine lange Betriebsdauer ohne Wiederaufladung ermöglicht. Einige Kunden bemerken jedoch, dass die Kameraqualität des Smartphones nicht so gut ist. Ein weiteres Problem, das einige bemerkt haben, ist die Langlebigkeit des Geräts. Manche berichten auch von Hardware-Problemen, die nach einigen Monaten der Nutzung aufgetreten sind. Insgesamt scheint dieses Modell eine gute Wahl für Kunden zu sein, die ein preisgünstiges Smartphone mit hoher Leistung und einem großen Display suchen. Die Kameraqualität ist jedoch möglicherweise nicht so gut wie bei teureren Geräten und es gibt Bedenken hinsichtlich der Langlebigkeit des Handys. Wir hoffen, dass wir dir mit unserem ausführlichen Überblick eine solide Basis für deine Kaufentscheidung bieten konnten. Falls du weitere Fragen oder Anmerkungen hast, zögere nicht, sie in den Kommentaren zu hinterlassen. Wir würden uns sehr freuen, wenn dir unser Video gefallen hat und du unseren Kanal abonnieren würdest, um in Zukunft keine weiteren informativen Videos zu verpassen. In der Videobeschreibung findest du wie gewohnt weitere Informationen und Links zu den vorgestellten Smartphones, falls du mehr darüber erfahren möchtest. Wir danken dir für dein Interesse und hoffen, dass du uns bald wieder auf unserem richtigen Wahlkanal besuchst.